Hallo zusammen zu diesem neuen Video. Es ist ja das neue Set. Und ich habe mir gedacht, zum Start, ich habe gar nicht mal so viel gekauft. Es gibt kein Display, ich habe ein paar Blister gekauft und ein ETB. Normalerweise kaufe ich immer zwei ETBs, aber diesmal nur eine. Naja, vielleicht später nochmal eine. Aber wir starten mit der Elite Trainer Box zum neuen Set Team Up, die schon mal richtig sick aussieht. Das ist schon echt geil. Generell finde ich ja, dass super viel passiert momentan. Super viel bei der Pokémon Company, was so Designs angeht. Wir switchen direkt mal hier in die Kamera hier vorne. So, und so sieht das Design aus. Das ist hier so, ich denke, ihr könnt es ganz gut sehen, so mit matt und mit glänzend ist hier gearbeitet. Oh, die sieht geil aus. Die sieht echt geil aus. So, hier sind wieder mal die Artworks der Booster drin. Ich kann das ja mal gucken, kriege ich das hier irgendwo auf? Ja, hier. Hier sind sie. Ich falte das mal. Da haben wir Zekrom Pikachu, Gengar und Mimikma, Bisaflor und Celebi und Relaxo und Evoli. Das ist ganz cool, da habe ich ja mittlerweile auch echt super viele von, weil ich ja schon richtig viele ETBs aufgemacht habe. Hier haben wir wie immer das obligatorische Heft. Das finde ich jetzt nicht so nützlich, außer halt für die Setlist, aber die benutze ich hier meistens auch nicht. Aber hier können wir schon wieder sehen, dass das Set 196 Karten hat. Und hier wieder viele neue Kartendesigns. Es gibt hier zum Beispiel, das sind alternative Artworks zur Full Art. Dabei von den neuen Tag Team Karten. Und das ist ganz cool. Die wollen wir natürlich ziehen. So, ich habe schon wieder viel gelabert. Wir reißen mal auf. Schauen mal, was wir hier so haben. Klassiker, Würfel, Sleeves, Energien, Kartentrainer. So, das kommt beiseite. So, Kartentrainer natürlich wieder im Design der ETB. Benutze ich eigentlich auch nicht. Ein Pack Energiekarten, das finde ich sogar tatsächlich relativ nützlich, weil ich die neuen Energiekarten cool finde, vom Design her. Besser als die normalen Sun and Moon Dinger. Okay, die Sleeves sehen cool aus. Ich dachte, die wären so ein bisschen bläulicher, aber die sind tatsächlich in so einem, na, ich würde fast sagen, Schwarz-Matt-Ton gehalten im Hintergrund. Das ist echt cool. Würfel, viele verschiedene Farben sind so, ich denke, ihr könnt es sehen. Die sind so gefleckt, sage ich einfach mal. GX-Marker natürlich im Tag-Team-Design diesmal. Und dann, wie immer oder wie meistens bei normalen Sets der ETB, 8 Booster. So, die reißen wir jetzt auf und hoffen, dass wir was Gutes kriegen. Generell Designs, Artworks habe ich ja, glaube ich, schon erzählt, als ich die, das Pre-Release-Kit aufgemacht habe. Das fand ich schon sehr, sehr cool. So, und es startet mit einer Feenenergie und einem Wallaby, Weedle, Helioptile, Execute, Ferroseed, Nita, Nidorina, Duplate, Puchiana Reverse und die erste Rare in diesem Opening ist ein Jirachi in Holo. Das vom Artwork kenne ich irgendwoher. Ich weiß nicht, woher, ich glaube, das war mal eine Promo. Kann das sein? Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Nächstes Pack, Bisaflor Celebi. Elektroenergie. Ehrlich, schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr das Energiedesign hier? Mir gefällt das richtig gut, dass das so ein bisschen, ein bisschen was bekommen hat, dass sie nicht mehr so schlicht und einfach aussehen. So, wir haben Blitzel, Paras, Wallaby wieder, ein Pidgey, Rapidash, Evelyn, Manu, Pokémon Communication und die Rare ist ein Nidoqueen. Non-Holo. Sagt mal, was habt ihr euch so gekauft von dem neuen Set? Habt ihr schon was gekauft? Schreibt es mal unten rein.
würde mich mal interessieren, was es bei euch so gibt. Und kauft ihr jedes Mal zum Release so dieselben Sachen oder macht ihr es abhängig davon, was so rausgekommen ist? Weil ich bin eigentlich immer sehr so der, wie gesagt, normalerweise kaufe ich immer 2 ETBs, weil ich hier für meine Wand im Hintergrund, die könnt ihr eigentlich gar nicht sehen, die ist ja relativ, also deutlich größer als das, was ihr gerade seht. Und ich habe auch noch ein paar ETBs so, die ich noch nicht benutzt habe. Oh, wir haben ein Charmeleon Reverse und ein Lapras Non-Holo Rare. Gengar und Mimikma. Boah, also dieses Glumanda-Artwork hier, ne? Das finde ich schon echt schäbig. Warum ist der Kopf so groß wie der Rest des Körpers? So. Mein Charmander, Staryu, Litten, Zorua, Weedle, Hitmonchan, Dragonair, Unidentified Fossil, die Reverse ist ein Pupitar und die Rare ist ein Lycanroc GX. Da ist die erste GX, aber die habe ich, glaube ich, bei jedem im Opening schon gesehen. Also Lycanroc bzw. Volvoroc hat wirklich eigentlich im Grunde genommen jeder gezogen. Die scheint wirklich sehr häufig zu sein, die Karte. So ein bisschen das Celesteel bzw. Amphira aus Burning Shadows. Das ist auch jeder X mal zieht. So, eine Psychoenergie und wir haben einen Voltilam. Glumanda, Honedge, Pidgeotto, Nidoran männlich, Sabrina's Suggestion, Torracat, Jinx, ein Golduck Reverse, was ich sehr komisch finde, dass das keine Rare ist. Und dahinter ein Alolan Exeggutor. Non-Holo Rare. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal was ordentliches ziehen. Bis jetzt war die Box ja schon sehr peinlich, würde ich sagen. Also nicht sonderlich gut. Generell, ey, alle haben so heftige Pulls in den ganzen Openings, die ich jetzt schon gesehen habe zu dem Set. Bin ja jetzt im Endeffekt einen Tag später dran, weil ich erstmal ein bisschen schauen wollte, was so das Set so hergibt. Aber irgendwie, die Karte ist sogar gut was wert. Scheint spielbar zu sein, Lavender Town. Oh, das war einer zu viel. Ein Bisharp Reverse Rare und dahinter ein Mimikyu Non Holo Rare. Vorletztes Pack. So, wir haben ein Pidgey, Dratini, Ponyard, Alolan Grimer, Ponyta, Omanyte, Kangaskhan, Heliolisk, ein Magikarp Reverse und dahinter ein Latios Latias als Alternate Art. Die ist echt schön. Vor allem, die ist auch geriffelt, aber ganz anders geriffelt, als die normalerweise sind, die Rainbow Rares oder Secret Rares. Das ist eine ganz andere Maserung, sage ich einfach mal. So, und los geht es mit der Last Pack Maggie. Last Pack Maggie muss uns zeigen, was sie kann, ey. Aber jetzt bin ich zufrieden. Also mit dem Alternate Art von Latias Latios bin ich auf jeden Fall zufrieden mit der Box. Auch wenn jetzt hier nichts kommt, wäre ich sehr zufrieden. Lavita, Psyduck, Vulpix, Ponyard, Judge Whistle, Cosmoem, Persian. Die letzte Reverse Holo aus dem, diesem Opening ist ein Alolan Geodude. Und die Rare, ein Kabutops. Non-Holo.
Aber alles in allem bin ich recht zufrieden damit. Ich gebe einfach nochmal einen Code für euch raus. Ich will ab und zu immer jetzt. Ich will nicht mehr jedes Booster abgeben. Aber ab und zu einen Code ist, denke ich, ganz okay. So. Jo Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wie eure Pulse bis jetzt so waren. Ich bin ganz zufrieden. Eigentlich bin ich sehr zufrieden, wenn man überlegt. Ich bin schon sehr zufrieden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen schon wieder. Denn da heißt es, die Jagd geht weiter. Und die Gewinnspielauslosung, falls ihr noch nicht teilgenommen habt, einmal oben im i abchecken. Und dann werden wir sehen, wer morgen gewonnen hat. In diesem Sinne, macht's gut, euer Kami. Ciao.